Hallo, meine Liebe. Herzlich willkommen zu deinem 12-Wochen-Kurs Ernähren statt Diäten. Ich freue mich ganz riesig, dass ich dich hier begrüßen darf, dass ich dich begleiten darf zu deinem neuen Ich, um in deine Leichtigkeit, in deine Lebensfreude zu bekommen. Hiermit möchte ich dir einen kurzen Überblick geben über die Module, wie du damit umgehen kannst, wie du durch die Gegend surfen kannst, um dir alles ganz genau anzuschauen. Zuvor möchte ich dir noch sagen, wir werden ja einmal in der Woche ein 1-zu-1-Coaching haben. Das heißt, wir werden vorher eine Uhrzeit festlegen, in der wir uns treffen werden. Wir können das per Zoom machen, falls du es noch nicht kennst, oder per Skype. Zoom bevorzuge ich, weil die Leitung besser steht, länger steht als bei Skype. Bei Skype kann es schon sein, dass die Leitung nach einer gewissen Zeit einfach einbricht. Und das finde ich jetzt nicht so klasse. Jetzt will ich dir aber erstmal diese Oberfläche zeigen mit den Modulen, wo du arbeiten wirst. Ich bitte dich wirklich inständig, die einzelnen Videos ganz genau anzuschauen. Fragen, die dabei entstehen, die schickst du mir bitte per E-Mail. Ich werde diese E-Mails schnellstmöglich beantworten. Ich werde dich außerdem in die Facebook-Gruppe Happy New You einladen, in der sich noch andere Teilnehmer tummeln, die dir behilflich sein können, mit denen du dich austauschen kannst. Ich glaube, da geht es auch ziemlich lustig zu, weil ich selbst bin auch lustig. Ich mag es gar nicht so wahnsinnig ernst irgendwie alles. Das heißt aber nicht, dass diese Sache nicht ernsthaft ist. Also wir gehen hier schon einen sehr straighten Weg und der Hintergrund von der ganzen Sache ist ja schließlich, dass ich dir gerne helfen möchte, zu deinem Ziel, zu deinem neuen Ich dich führen zu wollen. Jetzt gehen wir aber erstmal auf die Seite, damit du siehst, was da so zu sehen gibt, wie du damit umgehen kannst. Es ist eigentlich ganz einfach, ist nicht schwierig. Ich teile den Bildschirm jetzt mit dir und dann können wir mal loslegen. Das ist die Oberfläche, diese erste Startseite von den Programmen. Hier kommt schon das erste Video. Das ist dieses Video, was ich gedreht habe zur Einführung. Unter diesem Video findest du deine Programmübersicht. Du siehst hier Modul 1, Modul 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und 12. Jetzt wirst du sicherlich sagen, puh, ja, es ist schon viel, aber wir wollen ja auch etwas erreichen. Ich möchte dir ja ein Verständnis dessen aufzeigen, wie du zu deinem Erfolg gelangen kannst. Als Beispiel, um dir zu zeigen, wie du in die Module reinkommst, ist es ganz einfach. Du klickst auf Modul, Ursache und Wirkung. Das ist das Einführungsprogramm, Einführungsmodul. Hier habe ich wieder ein Video eingestellt, welches dir den Anfang aufzeigt. Ich bitte dich wirklich sehr, dieses Video genau anzuschauen. Natürlich kannst du es anhalten, unterbrechen, wenn du gerade Besuch bekommst, aber insgesamt wäre es schon toll. Es dauert nicht lange. Ich glaube, das erste dauert so 20 Minuten. Die anderen sind circa 15 Minuten. Es schwankt immer so zwischen 15 und 20 Minuten. Es ist unterschiedlich, je nachdem, welches Thema dran ist. Unter diesen Modulen findest du jeweils eine PDF-Datei. Diese PDF-Datei kannst du dir ausdrucken. Ich habe da quasi alles, was ich gesagt habe, nochmal in Schriftform zusammengetragen, etwas erweitert. Also im Thema bin ich etwas weitergegangen. Ich habe dir auch Fragen dazu gestellt, welche als Vorbereitung zu unserem 1-zu-1-Coaching dienen soll. Weil ich auch gerne sehen möchte, ob du das verstanden hast oder ob es da noch irgendwelche Fragen gibt, die wir auf jeden Fall klären werden. Ich kann dir jetzt schon garantieren, es macht riesig Spaß, vor allem dieses Miteinander darüber zu sprechen. Man kann sogar darüber philosophieren, wie du garantiert feststellen wirst. Dann habe ich noch ganz wichtig ein Ernährungsjournal drunter gestellt. Ein Ernährungsjournal, was soll das sein? Was hast du davon? In diesem Ernährungsjournal bitte ich dich, dein Essensverhalten über den Tag einzutragen. Und zwar
morgens das Frühstück reinschreiben, mittags dein Mittagessen und das Abendessen. Du kannst auch die Snacks eintragen, ob du dazwischen ein Stück Kuchen gegessen hast oder dazwischen, keine Ahnung, hast du nicht gesehen, gegessen hast. Das auch bitte eintragen. Was ich auch gerne hätte, ist, dass du es nicht so arg allgemein hältst. Also, dass du nicht sagst, ja gut, ich habe Kartoffeln gegessen mit Schnitzel und Gemüse. Das ist zwar auch ganz nett, aber ich hätte es dann schon gerne ein bisschen genauer, zum Beispiel 3 Kartoffeln und ein Schnitzel. Vielleicht weißt du im besten Fall sogar die Grammzahl von den Schnitzel oder von dem Fleisch. Und bei Gemüse wäre es vielleicht auch wichtig zu wissen, ob das eine Bohne war oder 2 Böhnchen. Also Grammzahl wäre natürlich auch nicht schlecht, wenn du es weißt. Wenn nicht, dann werde ich eine Pi mal Daumen Grammzahl annehmen. Was noch wichtig ist, ganz unten im Ernährungsjournal findest du Wasserkonsum. Und zwar ist da links so ein kleines Gläschen aufgeführt. Da bitte ich dich, mir reinzuschreiben, ob das so kleine Gläschen sind oder ob das solche Gläser sind. Weil es ist schon ein Unterschied. Du machst mir dann diese Kreuze daneben und ich kann dann ersehen, wie viel Liter Wasser du pro Tag getrunken hast oder vielleicht nur ein Glas getrunken hast. Was jetzt erstmal gar nicht das Thema ist. Trag einfach ein, du kannst das abends in Ruhe machen, einfach resümieren und dann weiß ich, wer du bist. Daraus kann ich nämlich einiges erlesen. So, zurück zu der Startseite, was ich dir noch zeigen möchte, wenn du gar nicht auf diese Button hier klicken möchtest. Du kannst auch gleich hier zu den Unterlagen gehen, auf Modul 1 klicken. Und schon bist du da, wo wir gerade eben gewesen sind. Dann habe ich ferner noch, weil es sehr interessant ist, unter Empfehlungen habe ich Buchempfehlungen. In manchen Themen habe ich Bücher aufgeführt, die durchaus interessant sind zu lesen. Die meisten sind von Dr. Strunz. Das ist ein Sportmediziner, ein sehr interessanter Sportmediziner, der sehr interessant, sehr unterhaltsam schreibt. Er hat diese Bücher mit Andreas Job gemacht. Ich kenne beide persönlich und habe auch die Bücher von denen gelesen. Deswegen kann ich mit gutem Gewissen diese Bücher weiterempfehlen. Ich habe dir die Bücher aufgeführt. Ich gehe mal eben gerade drauf und habe die ISBN-Nummer drunter geschrieben, dass du sie dir, wenn du möchtest, beziehen könntest. In Amazon oder wie auch immer. Wie gesagt, die Bücher habe ich selber gelesen, sind sehr interessant. Ja, Heimlicher Killer, Tatort Fett. Es kommen noch mehr Bücher dazu. Dann habe ich noch für diejenigen, hauptsächlich für diejenigen, die wirklich eigentlich gar keine Zeit haben, ich weiß nicht, ob du dazugehörst, die sehr eilig haben. Wir haben Ernährungsoptimierer noch dabei. Einfach weil ich weiß, dass es heute einfach nicht mehr möglich ist, manche Dinge in die Mahlzeiten reinzupacken. Das kannst du dir durchlesen und ich habe einen Link reingestellt, wo du da hingehen kannst. Es ist ein Kann, kein Muss, es ist lediglich eine Empfehlung. Da kannst du gucken, wie du Lust und Laune hast. Das zu der Sache. Insgesamt, denke ich mal, habe ich dir jetzt alles erklärt. Ich hoffe, ich war nicht zu schnell mit meinem Sprechen. Ja, wenn du Fragen hast, wie gesagt, per E-Mail, sehr gerne. Ich freue mich auf deine Fragen, denn da weiß ich auch, wo du stehst. Stell sie mir auch gern in die Facebook-Gruppe Happy New You und diskutiere mit den anderen. Und jetzt freue ich mich auf dich im ersten Modul. Bleib gesund, aber tu auch etwas dafür. Bis dahin, deine Brigitte.